Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen. An einem fantastischen Tag, die Sonne scheint. Unglaublich toll. Und ich habe ein hervorragendes Modell für euch. Den Eiffelturm von 2007, Maßstab 1 zu 300, gut 3400 Teile, ein Traum. Da steht er. Ich muss auch stehen, denn als ich hier saß, war meine Nase auf der Höhe und dann hätte man nichts gesehen, das hätte nichts gebracht. Jetzt seid ihr ein bisschen weit weg, aber ich denke, es wird funktionieren. Bekommt ihr auch mal ein bisschen besseren Eindruck hier von dem Laden und seht ein bisschen mehr von der Wand hinter mir. Wie auch immer. Er ist hier. Er ist ein Traum in Dark Bluish Grey. Er hat nur gut 100 Lots, das heißt nur 100 verschiedene Teile. Und bei 3400 Teilen insgesamt. Das ist ganz großartig. Nehmen wir mal das Hotel von Friends. Das da. Das hat 1500 Teile und hat über 400 verschiedene Kategorien. Na? Hier hat man mal ordentliche Masse an Stein. Großartig. Die Masse bringt es natürlich damit sich, dass man von einem Teil, was vielleicht schwierig zu kriegen ist, trotzdem eine hohe Anzahl braucht. Das ist natürlich doof, wenn beim Hotel irgendeinem was fehlt. Mein Gott, dann kommt es eh nur dreimal vor. Das geht. Wenn einem hier irgendwas fehlt, wie zum Beispiel lange Zeit diese Zäune hier, diese kleinen, dann fehlen gleich 250 Stück. Das macht es garstig, das macht es teuer. Wie auch in dem Fall. Der ist im Preis aber ein bisschen wieder stabiler geworden. Ein bisschen entspannter, geht nicht mehr ganz so ab. Wenn man ihn aus neuen Teilen zusammenbaut, liegt man irgendwie so bei 800-900 Euro etwa. Wenn man von verschiedenen Händlern so im Schnitt kauft, dann passt das schon. Hier ist er ein bisschen günstiger natürlich, weil er ja schon aufgebaut ist. Sind ja keine neuen Teile mehr, obwohl er glänzt, als wäre er eben erst aus der Packung gekommen. Hier ist auch die Packung, aus der er gekommen ist. Und hier ist die nette Anleitung dazu. Es sind ein paar Specials noch dran, wie zum Beispiel die Antenne hier oben. Die ist oben rund, nicht flach wie die aktuell, ne? Bisschen rund. Kleinigkeit interessiert keinen Menschen, aber es macht natürlich für Sammler den Preis. Ansonsten sind hier ein paar ganz tolle Teile verbaut, die ganz viel Spaß machen. Diese großen 8x16 Fliesen hier unten zum Beispiel, die den Boden ausgleiten. Drumherum die 2x2 Fliesen, hier dieses hellgraue Gerümpel hier. Das sind über 150 Stück. Die liegen hier einfach mal, denkt, 30, 40 Stück, 150. Da kommt richtig Masse zusammen. Und passt mal auf. Den kann man super transportieren, wenn man jetzt denkt, ja gut, jetzt komme ich hier zum Helden, wie will ich mich damit in die Straßenbahn setzen? Okay. Passt mal auf, man kann den ganz wunderbar nehmen und in drei wirklich handliche Teilchen zerlegen. Und er ist stabil, ist jetzt nicht so, dass hier irgendwas auseinanderfällt, den kann man gescheit packen, kann man mitnehmen und durch die Gegend schleppen. Ja? So mit zwei Händen hat man schon das meiste erledigt. Und hier unten dieser wunderbare Sockel. Sehr stabil. Ein schönes, ordentliches Gerüst. Wenn man den baut, ist es ein bisschen lästig, weil man baut natürlich irgendwie immer das gleiche hoch auf vier Seiten. Aber es hat manchmal kleine Unterschiede hier bei diesen Bögen zum Beispiel. Und das merkt man erst, wenn man dann oben versucht, alle zusammenzumachen, dass da irgendwas nicht geklappt hat. Das ist wunderbar. Aber schön ist er, wenn er dann steht und man kann dann drumherum noch irgendetwas an Stadt aufbauen. Schöne Straßen, schöne Häuser, eine Eisenbahn. Oder wie ich jetzt draußen im Schaufenster, ich habe am Boden eine Ewok Village stehen. Ist doch auch nett, können die kleinen Ewoks hier ein bisschen hoch, ein bisschen hier rumpelzen und so. Die kleinen Fuzzy-Teilchen, ist doch super. Also, da ist er, ein wunderbares Sammlerstück. Ich bin froh, dass ich ihn mal wieder habe. Ist, glaube ich, 2 Jahre her, dass ich jetzt den letzten hatte. Deswegen, er schmückt wieder mein Lädchen. Kommt vorbei, schaut ihn euch an. Falls ihr nicht so ganz abgefahrene Sachen haben wollt, guckt mal unten in meinem Idee- und Spielshop. Da habe ich so die Sachen aus den letzten Jahren. Nicht die aktuellen aus dem Katalog, sondern die aus der Zeit knapp davor. Könnt ihr mal ein bisschen gucken, vielleicht ist ja was für euch dabei. Oder ihr stöbert noch ein bisschen weiter unten drunter in meinem Ersatzteilshop. Bei Bricklink. Ganz wunderbar. Gibt es Figuren, Ersatzteile? Weil ich immer gefragt werde, ihr könnt da gucken mit der 7-stelligen Nummer hinten aus der Anleitung. Die tippt ihr da ein und dann schaut ihr, ob ich es da habe. Wenn ich es da habe, könnt ihr es einfach in den Warenkorb legen und bestellen und dann bei mir hier abholen. Oder ich schicke es euch zu, ganz wie ihr wollt. Es wird prächtig. Ich genieße jetzt noch diesen wunderbar sonnigen Tag, in dem ich drin sitze und Lego baue. Habt ebenso viel Freude. Macht's gut.